Ja, Wald machen. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Vanilla Project auf der Felsbrunn zusammen mit den ganz vielen Leuten. Nein, Moment. Ich muss die Liste wieder aufbinden. Sonne scheiße, wa? Ja, ist echt doof, ne? Was ist das denn jetzt für eine Vorbereitung? So, Zoe, Astra, Jürgen, Micha, Toledo, Flo, Paul, Lukas, Holger, Uwe und meine Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Bitte. Hallo. Ja, moin. Servus. Servus. Servus, grüezi und hallo. Ja, ja. Jo, heißt du Florian Silbereisen oder wie? Nee. Nee, aber es ist Vorsitzender des Fanclubs, ist so ähnlich. Ja. Nee. Er will davon. Das immer nicht sagen. Mir ist das ein bisschen peinlich. Rest mir auch. Also jetzt mal ganz ohne Witz. Ich glaube, ich habe von dem noch nie was geguckt, gesehen, gehört oder sonst was. Ich kenne den Namen, aber nee. Aber woher kennst du den Namen? Jetzt nur mal so... Immer wieder sonntags. Was? Nicht? Nee, Mann. Man hört ja solche Namen schon mal, aber ich habe weder im Fernsehen, Radio noch sonst irgendwo was von ihm verfolgt. Also, nee. Also, warum frage ich gerade so? Ich kenne echt nur den Namen, weil da mal was mit der Helene war. So, ansonsten ja, kenne ich den Typen nicht. Ja, daher sollte man das halt auch am meisten. Ist, ne? ist doch immer noch. Leute, wo ist auch noch Kapitän auf dem Traumschiff? Hallo? Also vielleicht ist das der Kapitän auf dem Traumschiff, aber mit Helene ist Schluss, mein Junge, ne? Also das weiß selbst ich, dass Helene mit ihrem Tänzer, ne? Bunga Bunga gemacht hat und ein Kind erwartet. Und siehst du mal, wie gut ich informiert bin in der Promi-Welt. Ja, als Vorsitzende vom Helene Fischer Gedächtnisverein. Wollte ich das wissen, das ist richtig. Wollen wir uns noch eine Stubbenfräse mieten, damit wir die Stubben direkt hier wegmachen? Aber Jürgen, ich bin da stolz drauf. Ich bin da stolz drauf. Es war wirklich ein richtiger Bitchfight, da Vorsitzender zu werden. Ja, das glaube ich. Also, das war nicht einfach. Du gegen 1000 Frauen, das ist natürlich schon Action. Und die haben alle Fingernägel gehabt. Ja. Also, hör mal. Ja, und dann haben sie mitbekommen, wie er sich in Aachen bei unserem Teamtreffen benommen hat. Und dann haben sie gesagt, die Mimi oben in Hose. Die kann uns mal repräsentieren. Ja. So kam das zustande. Egal wie, Hauptsache gewonnen. Holger fest mit dem Trailer. Ich habe keinen Zugriff zu diesem Land. Kann hier einer den Baum bitte rausziehen, wer auch immer ihn hier reingesägt hat? Mach ich gleich, ich brauche erst einen Hänger. Holger. Ich bring dir da Hänger, hast du in der Hose. Anhänger, Junge. Anhänger. Es macht doch alles hier gar keinen Sinn, was wir hier machen. Wir sind auch schon wieder viel zu viele, ne? Dieses kleine, wir machen mal zu dritt oder so hier ein bisschen Forsten schon auf wieder. Auf einmal wollen sie alle Holz machen, wo? Ja, man kann sonst mal nichts zu tun. Kann ich ansehen. Ja, Entschuldigung. Wo denn? Ist über Gras, wo nichts, wo halt. Flo, nimmst du den so weg oder soll ich den kleinen sägen? Der erste Anhänger ist gleich voll, wo ich den so rausziehen kann. Wollen wir Hackschnitzel einlagern oder verkaufen direkt? Ne, wir könnten es verkaufen, ne? Also ich würde unbedingt einen einlagern, weil wir haben so viele Millionen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das jetzt wirklich wegzugeben, ne? Nee, weg mit dem Zeug. Also Preis 104 Euro, Tendenz sinkend. Ja, dann hau weg. Was willst du machen? Lukas? Oh, hau weg den Scheiß. In der Tat, was? Hier ist einer. Wenn du fertig bist, kannst du rein theoretisch auf 31, 23 und 24 noch eine Schicht draufbringen. Ja, ich fahre gerade auf der 14 unterwegs. Und auf der 13 auch. Nee, kann ich ja nicht mehr, weil ich habe da schon Mineraldünger draufgebracht. Ja, ich weiß. Alles gut. Hier bei mir nicht. Auf die 19 und auf die, was ist das für Nebel? Anhänger voll, Flo. 20. Auf der 20 auch, ja, und auf der 18... Achtung, Astra, bitte setzen Sie Ihr Schutzequipment an. 27 jetzt dann auch. Ne, ja, ich bring gerade auf der 14 Dünger, Flüssigdünger drauf. Junge, stapp doch nicht so aggressiv auf mich zu. Jungs. Aua, Michael. Ja. Holt euch dann noch einen dritten Anhänger her. Weil bis ich hier zum Sägewerk und wieder zurück bin, dauert's. Wir machen das. Anders, ich stelle den jetzt zwischen rein, wir stellen den anderen Hacker um, dann können wir da weiter denselben Hänger werfen.
Untersteh dich, ich fütter den hier kontinuierlich. Die Zoe ist jetzt auf der 18. Richtig. Ich gehe danach noch auf die 11 und mache da direkt eine zweite Schicht drauf. Ach, ist diese LS-Physik toll. Hoffentlich bleibt sie so. Was? Ich habe da nur mal eine Frage, ne? Hier steht noch ein schöner Baum. Wollen wir dann nicht einfach gleich umziehen? Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Ja, der Baum? Der Haufen da unten am See sieht aber auch lustig aus. Kann man mal kurz die Superkraft anmachen? Negativ. Ja, ich hänge in der Leitplanke. Oder es kommt einer her zum... Dann muss einer herkommen, zum dahinter schieben. Wir sind auf der 14 unterwegs. Das ist Mark. Der Mark. Komm mal zu mir, Mark. Nein, Mark fährt bestimmt noch mein Schlepper. Hör auf. Okay, irgendeiner hat's angemacht. Danke, kann wieder aus. Oh, daneben Die Mauer muss weg. Welche Mauer? Die zum 22er. Ja, dauert noch 3 Wochen. Etwa ungeduldig. Ich würde sagen 4 Wochen genau. Bisschen, also ich freue mich nicht drauf. Stimmt, 4 Wochen. Verdammt! Noch 3 Wochen arbeiten, bis ich Urlaub habe. Mir war. Ich würde jetzt auch sowas in den Raum stellen. Hat sich, ne, jemand also Urlaub genommen für den Release? Nee, ne? Ach doch? Quatsch, nein! Bestimmt den einen oder anderen. Genau, das halbe Team, ich würde jetzt mal behaupten. Also, ich weiß von Michael, er hat Urlaub, Astra hat Urlaub, ich hab Urlaub. Wer hat noch Urlaub? Möglich. Aha, ja klar, Lukas. Klingt nach, der muss am Montagmorgen erst Pink beantragen. Also gibt's bei Toledo auf jeden Fall schon mal einen 24-Stunden-Stream, ja? Nee, das nicht. Also montags muss ich tatsächlich noch arbeiten, weil ich hatte leider nur noch 4 Tage Urlaub. Aber ab Dienstag habe ich dann frei und mal gucken. Also sobald Nitrado meinen Server zur Umrüstung freigibt, wird er auch auf den 22er umgesetzt. Dann gibt es den 24er. Nein. Warum nicht? Mit 24 begnügt er sich nicht. Er denkt groß. Jeder Bit bringt eine Minute mehr Sendezeit. So, viel Spaß. Wie lange geht's? Dann 0 Sekunden, weil ich noch kein Affiliate bin und dadurch keine Bits kriegen kann. Du hast ja noch 4 Wochen, um das zu ändern. Dann muss Lukas das machen. Ich habe unter der Woche aber keine Zeit zum Stream. Wir fehlen tatsächlich auch noch für den Affiliate die durchschnittlichen Zuschauer, aber sonst hätte ich quasi alles parat. Ja, also Uwe Platz wieder an uns beiden hängen, ne? Keine Sorge, Alter. 24-Stunden-Stream wirst du bei mir nicht erleben. Moment. Schon gar nicht zum Release des 22ers. Können wir das Ding nicht lenken? Dann bin ich beschäftigt mit Pampers machen. Ja. Wir können ja mit so einem Streaming-Server arbeiten. So wie manche andere das machen, und dann streamen wir alle immer mal wieder eine Stunde auf deinem Account, dann läuft deiner durch, du machst den 24-Stunden-Stream und alle unterstützen dich dabei. Wenn du den Streaming-Server dafür einrichtest, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie das gemacht wird, aber brauchst du dafür wirklich einen Server? Eigentlich müssten doch nur alle den gleichen Stream-Key benutzen, oder nicht? Ja, du brauchst aber einen Server, damit du diese unterbrechungsfreie Geschichte machen kannst. Weil sonst würde der Stream in dem Moment, wo der eine aufhört, abkappen und dann, wenn der andere anfängt, wieder neu starten. Habe ich? Und über,
Da habe ich eine Theorie und eine Lösung. Ich bin ja ein lösungsorientierter Mensch. Du ziehst einfach in dem Moment, musst du dein Netzwerk trennen, bevor der nächste anfängt. Und dann hast du ja diese 2 oder 3 Minuten, die dir Twitch gibt, bei Netzwerkproblemen, um wieder live zu kommen. Das ist mir ja auch einmal passiert beim Public Server, dass ich irgendwie rausgeschmissen wurde von OBS. Oder Slops, obwohl es eigentlich noch lief. Und dann sehen ja die Leute nur diese, keine Ahnung, was das für ein Bild ist, aber irgendein Bild. Das könnte man so machen. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht nicht die richtige Möglichkeit, aber. Ja. Ich hätte jetzt gern ein bisschen mehr Wald. Problem ist, arbeitet euch doch erstmal an der 22, die Schräge da hoch. Da stehen so viele Bäume. Ja, aber diese ganzen Birken brauche ich doch gar nicht. Die bringen doch kaum was. Als Hackschnitzel schon. Es geht ja um den Zeitvertreib, nicht um das, wie viel es bringt. Na, Uwe denkt nur in großen Relationen. Also. Hallo, ich habe nicht mehr viele Wochen für meinen 10,50er. Den kriegst du doch eh nicht. Ich weiß. Alter, 3 Kettensägen, ne? Sind einfach 2 zu viel. Aufmache 2 wieder. Lukas, unten muss er, glaube ich, noch so einen Streifen, oder? Den musst du einschalten, Uwe. Oh, aber geht der nicht. Jo. Ich hab's geschafft, hallo, am Sägewerk anzukommen. Jetzt erst? Ja. Was hast du denn gemacht? Hast du jemals auf der Felsbrunn versucht, zum Sägewerk zu kommen? Das dauert gefühlt eine Stunde. Ist so. Meist mal einer noch ein Stückchen rein, bitte. Du musst wissen, jetzt, wo ich abladen kann. Da gibt's so einen Hackschnitzelhaufen, ist das. Ah, okay, gut. Warte, Micha, Stückchen. Ach, daneben geschmissen, geil. Du musst das reinwerfen, Uwe. Ja, danke. Danke für diesen wirklich sehr wichtigen Tipp. Paul und Astra sind auch einfach nur da, um da zu sein, ne? Was? Ja, ja. Paul und Astra sind einfach nur da, um da zu sein. Da waren die 30 im Holz gehackt, gesägt. Warum klingst du so beschissen gerade? Ich? Keine Ahnung. Hattest du die Schnauze voll? Noch nicht, aber gleich. Das war bestimmt mit der Bettdecke, aber. Klang der schon mal anders? Michael, wo fährst du hin? Du weißt schon, jetzt muss ich erstmal aussehen, wo ich überhaupt hin muss. In die andere Richtung. Ja, ich hab's gerade festgestellt, das ist heute mal. Paul Astra, mag jemand von euch, während ihr da Traktor Wrestling spielt, noch die 2 Trailer ankuppeln und hierher bringen? Wir kommen ja gleich wieder, macht mal keinen Stress. Ich bin gleich auf dem Rückweg. Ja, deswegen. 2 Anhänger reichen erstmal. Oh, guck mal, ich kann das ganze Ding tragen, geil. Ist der andere schon wieder voll? Ja, der ist ja mit. Oh, will jemand anders Richtung Sägewerk mal hochstarten? Ich bin ja schon unterwegs mit dem einen. Ah, okay. Aha. Ich bin 2 Anhänger dran. Hilfe. Ja. Mir ist nicht mehr zu helfen. Nee, das ist richtig. Aber dafür haben wir ja auch diese Team Chaos Selbsthilfegruppe gemacht. Ja. Echt? Es gibt eine Selbsthilfegruppe? Du bist das alleinige Mitglied leider. Nee, alle seid. Ihr seid alle Mitglieder. Ist ja der Sinn und Zweck. Außer Astra. Ach, die Tasse war der Mitgliedsausweis. Ja, quasi. Ja. Die Tasse ist der Mitgliedsausweis. So. Ja, okay. Einweisungsbescheid. Marc denkt sich gerade, warum habe ich auch eine bekommen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das frage ich mich allerdings gerade wirklich. Siehste? Kannst du dir ja mal Gedanken drüber machen, ne? Haben wir dann auch eine gekriegt? War ich eine eigene Selbsthilfegruppe? Richtig. Kriegen wir jetzt noch einen Anhänger? Ich bin gleich da. Er ist gleich da. Ja, aber das ist. So, wegen dauert. Feld soll ich jetzt weitermachen? Was hast du für Dünger? Flüssigdünger. Dann bringen doch die anderen beiden auch, dann haben wir Puffer. Ist doch Feld ganz 20 entspannt. Noch. Der Flo ist immer so unruhig. Dann steig in den Traktor. Feld 8, und 6, 15, 30. Alles klar, was aus. Jo. Gut, ich suche mir was aus. Ich suche mir aus, dass die Folge heute vorbei ist. So.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und bis Sonntagmittag. Tschüssi. Tschüss. Adios. Tschüss.